Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ihr lieben Leute, es ist tatsächlich jetzt genau ein Jahr her, dass ich mit YouTube angefangen habe, regelmäßig YouTube-Videos für euch mache. Genau vor einem Jahr habe ich mein Geburtstagsvideo hochgeladen. Boah, wie schnell ist die Zeit jetzt bitte vergangen und wie geil habt ihr mich bis jetzt unterstützt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Mit diesem Video starte ich ein neues Format. Und mit der allerersten Folge meiner Top 10 Listen möchte ich starten meine Top 10 meiner Lieblings-YouTuber. Ich werde euch einfach mal so erzählen, ganz gemütlich, ganz gechillt, wen ich zurzeit extrem verfolge. Vielleicht interessiert es euch, welche YouTuber ich sehr gerne zurzeit schaue. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mit meiner Top 10. Kommen wir zu Platz Nummer 10. Das ist der gute Crispy Rob. Was kann man über Crispy Rob sagen? Also sein Content besteht so daraus, hauptsächlich aus Kochen. Durch Rob habe ich natürlich auch die Inspiration bekommen, die verrücktesten Essenskombinationen zu testen. Kann ich euch hier einblenden, habe ich nämlich euch gefragt, was sind eure verrücktesten Essenskombinationen? Crispy Rob, das ist einfach super unterhaltsam. Ich lache mich jedes Mal schropp über seine komische Lache. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass ein Mensch so lachen kann. Und natürlich ein kleiner Pluspunkt für Rob ist, dass ich mich mit ihm halt sehr gut identifizieren kann, denn zu ganz vielen Videos ist da halt einfach betrunken. Prost, Rob. Kommen wir zu Platz Nummer 9. Das ist der gute Hey Aaron. Aaron Troschke kennt ihr wahrscheinlich aus dem Promi Big Brother Haus. Hat dort damals gewonnen. Ich meine, das war die zweite Staffel, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Eigentlich finde ich Aaron schon so ein bisschen nervig. Aber das ist einfach so geil, wie er diese Leute verarscht. Also seine Hauptvideos bestehen tatsächlich, dass er auf irgendwelchen Messen geht, wie Gamescom, Anime-Conventions und keine Ahnung. Und einfach Leute interviewt, die aber so verarscht. Es ist so lustig. Respekt, dass man solche Eier zeigen kann, um die Leute so auf die Schippe zu nehmen. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Gucke ich sehr gerne. Er hat natürlich auch die geilsten Sprüche auf Lager. Da kann sogar Dieter Bohlen von ihm noch eine Scheibe abschneiden. Viele finden ihn echt krass und denken so, verarscht die Leute doch nicht, aber für mich Daumen hoch. Ich freue mich immer, wenn ein neues Video kommt. Platz Nummer 8. Ist das überhaupt 8? Ja. Geht an Tonia. Tonia bestehen aus zwei Leuten. Einmal Toni und einmal Nia. Die sind... Oh, Leute, guckt euch den Kanal Tonia an. Das sind so krass sympathische Menschen. Da möchte man einfach nur, wenn man sich dieses Video von denen anguckt, einfach die nur drücken und knuddeln und so, weil die so lieb sind und so. Ich mag die beiden wirklich sehr. Die Hauptvideos auf ihrem Kanal sind einfach, dass die, ja, ich habe noch nie oder wer würde eher spielen, halt aber auch mit sehr viel Alkohol. Und die haben immer die geilsten Gäste. Ich liebe ihre Gäste. Ich liebe dieses Format von denen. Das ist, diese Videos gehen teilweise über 30, 40 Minuten. Aber man hört da so gerne zu. Das ist einfach nur super unterhaltsam. Und das Geilste einfach ist, die sprechen über Themen, die sonst keiner spricht. Nicht mal ich habe bisher über solche Themen geredet. Ja, ich hoffe einfach, die machen weiter so und kommen echt noch groß raus und bringen weiter so geile Videos. Danke, Turnier, für euren Content. Platz Nummer 7 geht an Annie the Duck. Annie the Duck, boah, das ist so eine wunderschöne Frau.
ich liebe einfach diese Frau. Wenn ich heterosexuell wäre, hätte ich mich auf Annie gestürzt. Wirklich wunderschön, die Frau. Geile Augen, geile Haare. Annie Duck ist eine Cosplayerin und macht das echt gut. Wenn ihr auf ihren Instagram-Account geht und euch die Bilder anguckt, was für geile Cosplays die macht, das ist einfach wow. Diese Frau ist einfach, geht gar nicht. Eigentlich der Traum jeder Männer. Vor allem, wenn sie sich in das Kostüm von Rico in Final Fantasy X reinschmeißt. Oh mein Gott, einfach nur Hammer. Einziger Nachteil an Annie ist einfach, dass die Stimme wirklich teilweise sehr, sehr anstrengend ist, weil ihre Stimme ist ziemlich laut, quietschig und ja, ab und zu denkt man so, ouch, 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 bitte nicht, Stufe leiser, bitte. Und am geilsten finde ich, auf so eine Idee muss man mal erst kommen, ihre Reviews. Sie kauft sich einfach Getränke, zum Beispiel von der Cola, ganz viele Sorten, und probiert sie und erzählt dann ihren Zuschauern, welche ihr so am besten schmecken, und verteilt Punkte. Total langweilig eigentlich, aber wenn sie das macht, das ist einfach supi. Platz Nummer 6 geht an Kelly, aka Mrs. Villock. Über Kelly muss ich sagen, ich würde so gerne mal mit ihr eintrinken gehen. Ich glaube, das ist so eine geile Partykanone. Hat man einfach Lust, mit ihr wirklich durch die Ringe zu ziehen in Köln und einfach mal mit ihr einen drauf zu machen. Seltsamerweise ist sie auch in ganz vielen Videos meistens immer betrunken und malt euch dann irgendwelche Bilder oder macht Videos, wie sie testet, ja, nüchtern versus drunk, wie verhält man sich nüchtern, wie dann drunk, und macht dann irgendwelche Spiele damit und unterhaltet es von pur. Ja, kommen wir schon zu meiner Top 5. Da wurde es echt ziemlich schwer, die zusammenzustellen, weil die Top 5, die gucke ich wirklich regelmäßig. Und ich freue mich auch immer, wenn die ein neues Video bringen. Platz Nummer 5 ist bei mir Gewitter im Kopf. Gewitter im Kopf ist zurzeit der Kanal, der am schnellsten auf YouTube Deutschland gewachsen ist. Boah, lass mich lügen, ich glaube, in einem halben Jahr haben die über 1 Million Abonnenten bekommen. Es ist krass, was bei denen abgeht, aber vollkommen gegönnt. Ich gönne den beiden ihren Erfolg so sehr. Wenn ihr Gewitter im Kopf nicht kennt, das sind zwei Freunde, beste Freunde, und der liebe Jan, er hat Tourette, ziemlich starkes Tourette. Und einerseits machen die natürlich auch wirklich witzigen Content und machen da komische Challenges oder spielen Spiele wie Pantomime und keine Ahnung. Aber die bringen auch ernste Videos raus und versuchen, das Tourette zu erklären und das den Leuten rüberzubringen, was das Tourette eigentlich ist. Und finde ich sehr interessant, weil zum Beispiel ich mich vorher noch nie damit irgendwie beschäftigt habe. Und das macht Gewitter im Kopf echt gut. Vor allem muss ich auch jetzt sagen, ich habe mal auf Jans seine Story geantwortet und über ein Thema, was ich hier noch nicht geredet habe, auch noch nicht möchte. Kommt vielleicht mal ein separates Video dazu. Das wird dann eher so ein bisschen Real Talk. Er hat mir dann tatsächlich geantwortet, mir direkt auch auf Instagram gefolgt. Finde ich super cool. So, das ist so der erste YouTuber, der mir bisher wirklich geantwortet hat oder mir gefolgt ist. Habe mit ihm dann wirklich über ein Thema ziemlich lange unterhalten und auch sehr privat unterhalten. Also kann ich auf jeden Fall sagen, für diesen schnellen Erfolg, wirklich sehr authentisches und sehr auf dem Boden gebliebenes Art. Gewitter im Kopf ist einfach super sympathisch und ich freue mich über jedes Video, wenn von ihnen kommen und die wieder in den Trends landen. Macht ihr toll, macht bitte weiter so. Ich liebe eure Videos. Platz Nummer 4 geht an Joey Jungle. Hätte ich dieses Video ein paar Monate eher gemacht, dann wäre er bestimmt bei mir auf Platz 1 gewesen. Weil Joey war für mich oder ist wirklich teilweise noch so ein Vorbild. Diese Qualität an Videos, die er bringt, möchte ich auch irgendwann mal schaffen. Seine Schnitte sind geil, diese Qualität ist einfach Hammer. Dieser Mensch ist einfach fucking fassbar lustig, super sympathisch. Ich liebe seine Videos. Er macht in seinen Videos einfach nur den größten Quatsch und es
gibt kein Video von ihm, wo ich mich nicht fast heulend vor Lachen in die Ecke schmeiße. Selbst wenn Joey einfach nur irgendwelche Fanpost auspackt, was im ersten Moment total langweilig sich anhört, aber was der aus diesen Videos macht, ist einfach geil, ist lustig und ich kann mir nie vorstellen, dass jemand geiler seine Fanpost auspacken kann als Joey. Kommen wir jetzt zu meiner Top 3. Okay, das war jetzt wirklich fast unmöglich und ich glaube, den Drittplatzierten würdet ihr niemals mitrechnen. Denn Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ihn sehr feier. Dass ich ihn einfach sexy finde. Ja, Platz Nummer 3 ist bei mir Rezo. Ich finde Rezo einfach, so wie der auf seinen Videos wirkt, total sympathisch. Auf seinem Hauptkanal bringt er einfach den geilsten Scheiß, wenn es um Musik geht. Wirklich größten Respekt, was der für Musikskills drauf hat. Er produziert Musik selber, der erstellt Melodien und ich weiß nicht, was der alles kann. Und wenn man ihn dann in seinen Videos beobachtet, wie er halt irgendwas da zusammenfügt und keine Ahnung, da denke ich mir nur so, what the fuck, Alter, wie geht das? Was für Skills musst du haben, um so arbeiten zu können? Hammergeil. Mein zweiter Kanal, ja, lol, ey. Ja, das ist so wie das, was ich eigentlich mache. Challenges, nur High-Quality-Content. Einfach nur, um euch so ein bisschen Doofheit rüberzubringen, so. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das Tollste an Rezo ist natürlich sein wunderschönes Lächeln. Er hat so perfekte Zähne, so ein schönes Lächeln. Rezo, komm und heirate mich bitte. Platz Nummer 2. Ungespielt. Ungespielt ist ein Kanal, der hauptsächlich darin besteht, auf andere Videos zu reagieren. Der gute Simon ist jeden Tag wirklich von Sonntag bis Sonntag von 20 bis 21 Uhr live und guckt sich YouTube-Videos an. YouTube-Videos, die seine Zuschauer sich wünschen. Hört sich total unspektakulär an. Ich liebe seine Lache. Seine Lache ist einfach nur krank. Seine Lache ist einfach, wenn er lacht, musst du mitlachen. Aber Tränen lachen musst du. Der ist sogar so cool drauf, dass teilweise, was heißt teilweise, sogar fast immer, seine Reaktionsvideos einfach viel unterhaltsamer sind als die Originalvideos. Auch durch Simon habe ich natürlich jetzt so andere YouTuber kennengelernt, von denen ich noch nie was gehört habe. Und wenn die mir zum Beispiel dann sympathisch waren, dann habe ich die natürlich abonniert. Denn Simon, wenn er was gut findet, finde ich auch geil, gibt da Props raus und sagt, ey Leute, gib da mal ein Like oder abonniert diesen Kanal, der ist geil, bla bla bla. Der unterstützt auch, wenn ihm was gefällt, diese Kanäle und sagt, meine Zuschauer sollen auf diesen Kanal drauf und unterstützen. Super, welcher YouTuber macht das schon? Ja, und wenn du dann wirklich als YouTuber wirklich mal auf so ein Reaction-Video von Ungespielt kommst oder es schaffst, dann hast du es echt geschafft. Dann bist du wirklich da oben. Deswegen hoffe ich, dass ich auch irgendwann mal von ihm reagiert werde. So, jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Ich glaube, das könnt ihr euch jetzt wirklich schon denken, weil der ist jetzt in meiner Top 10 ist noch nicht aufgetaucht. Aber wen wundert es auch, denn Platz Nummer 1 ist sowas von verdient. Jedes Mal, wenn er ein Video ankündigt, meistens Samstag 12 Uhr, ich sehe es auf Instagram, bin ich so gehypt auf sein Video, weil er bringt einfach den geilsten Scheiß raus. Platz Nummer 1 ist für mich Julian Bam. Julian Bam habe ich für mich erst sehr, sehr spät entdeckt, weil ich weiß gar nicht warum. Er hat mich halt irgendwie nie so wirklich interessiert. Aber dann irgendwann habe ich mal mir so 1, 2, 3 Videos von ihm angeguckt und ich war einfach von dieser Qualität, die er bringt, extrem überwältigt. Weil, ey, Leute, es ist egal, was er auf seinen Hauptkanal rausballert. Es ist einfach der größte, qualitativ höchste Scheiß, den ich bis jetzt auf YouTube gesehen habe. Ob das jetzt Märchen asozial ist oder
Ehrenmänner of the Galaxy oder dieses Ein Song, eine Bohne oder wie hieß das Video? Seine Videos sind einfach stark. Da kann man nichts sagen. Hammer. Hammer, krasse Videos. Und außerdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, Julian Bam ist tatsächlich so der erste Asiate. Also ich stehe ja normalerweise gar nicht so auf Asiaten. Aber Julian Bam ist so wirklich der erste, den ich, ja, nehmen würde. Es ist ein wirklich hübsches Kerlchen. Oh, sein Buddy. Heiß, 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 heiß. Ja, meine Lieben, das war's mit diesem Video. Das war's mit den Top 10 meiner Lieblings-YouTuber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich gucke ich da noch so ein paar Leute mehr, aber das sind wirklich so meine Top 10, die ich euch wärmstens empfehlen könnte. Mich würde es ja mal super interessieren, wer eure so Lieblings-YouTuber sind. Waren eure Lieblings-YouTuber in meiner Liste bei? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren könntet, mir ein Däumchen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat, und einen netten Kommentar zu hinterlassen. Ich werde mich jetzt abschminken, aber wie ihr wisst, nicht ganz, denn der Rest macht der Kissen. Bye!